Er gehört zu der Abteilung, wenn ich sonst schon nicht reinkomme zum Science Slam, dann mache ich halt mit. Da er auch sicherlich schon einige Vortragserfahrung hat. Er ist hier an der TU beim Institut für pädagogische Psychologie. Sein Spezialgebiet ist eigentlich Texte verstehen. Aber man kann Psychologie auch anders anwenden. Psychologie kann auch zum Beispiel einen sehr alltäglichen Nutzen haben. Und wie man Psychologie nutzen kann, wird er uns jetzt am Beispiel der Psychologie des DJings erklären. Also, beim Plattenauflegen haben wir früher noch gesagt, heute sagt man Playlist erstellen. Wie nutze ich da die Psychologie? Das erklärt uns jetzt Dr. Des Markus Friedrich. Ja, alles klar. Schönen Dank für die freundliche Einleitung. War jetzt ein bisschen schockiert, weil ich jetzt den Platz auf der Bühne bekommen habe. Eigentlich bin ich ja nur für die Karten hier. Habe mir dann aber überlegt, was kann ich Ihnen vortragen, was könnte Sie interessieren? Und wenn man sich mit anderen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterhält, dann ist eigentlich relativ egal, aus welchem Fachgebiet die kommen. Die erzählen einem eigentlich immer, dass sich die Studierenden über die gleichen Sachen beschweren. Also zum einen Seminarbeginn vor 11 Uhr. Und das Studium sei viel zu wenig praktisch und viel zu theoretisch. Theorien sind aber eigentlich was sehr, sehr Schönes, weil sie eben sehr abstrakt sind und sich dadurch auf enorm viele konkrete Situationen beziehen. Und man muss halt rausgehen und für die Theorien jeweils die Anwendungsgebiete suchen. Und da stelle ich jetzt was vor, wie man psychologische Theorien eben zum Beispiel aufs Auflegen anwenden kann. Ich lege seit 18 Jahren auf und da hat mir die Psychologie tatsächlich geholfen, ein besserer DJ zu werden. Also hier lege ich zum Beispiel auf für meine guten Freunde Flora und Fauna. Was hat Psychologie jetzt aber eigentlich mit Auflegen zu tun? Eigentlich sind es ja sehr verschiedene Sachen. Als Psychologe versucht man die Leute eher auf die Couch zu bekommen. Als DJ will man sie eher wieder runterbekommen. Das wird aber, glaube ich, ein bisschen ersichtlicher, wenn man sich die Definitionen anguckt. Also jeder gute wissenschaftliche Vortrag enthält ja normalerweise eine Definition. Und Psychologie, das ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen in seiner Welt. Also Verhalten, das ist das, was wir alle beobachten können. Also ne, wenn man auf der Tanzfläche steht und so vor sich hin tanzt, das ist beobachtbar, das ist Verhalten. Und Erleben ist alles das, was nicht direkt beobachtbar ist, was in uns abläuft. Also wenn wir uns denken, Gott, was für Scheißmusik. Das ist dann Erleben. Und als Psychologe möchte man das Erleben und Verhalten der Menschen beschreiben. Man möchte es erklären können. Man möchte Vorhersagen machen können. Das natürlich auch beeinflussen, das Erleben und Verhalten. Und die Lebensqualität der Menschen verbessern. Und das sind tatsächlich aber auch Ziele, die man als DJ auch hat. Also ich will jetzt nicht so sehr beschreiben, aber ich will mir schon erklären können, warum tanzt eigentlich keiner. Ich will Vorhersagen machen, wenn jetzt jemand mit einem Musikwunsch kommt, funktioniert das oder ist das Xavier Naidoo und die Tanzfläche ist gleich leer? Und ich will auf jeden Fall, ich meine, dafür mache ich das ja, ich will die Leute beeinflussen. Ich will das Tanzverhalten vor allem beeinflussen und ich will natürlich, dass sie den Abend als was Schönes erleben, sonst werde ich auch nicht wieder gebucht. Und dann habe ich geguckt im Internet, wie definiert man denn eigentlich einen DJ? Dem Internet zufolge ist das jemand, der 5000 Euro Equipment in ein 500 Euro Auto lädt, um 100 Kilometer zu fahren für einen 50 Dollar Auftritt. Und deshalb kann ich heute was auch zur Psychologie des Auflegens erzählen und nicht zur BWL. Aber was sind das jetzt für Theorien, die man anwenden kann? Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht und die zeige ich auch erst nochmal an Beispielen. Also wenn wir zum Beispiel eine Schallplatte haben mit folgendem Cover, da haben Sie vermutlich eine starke Vermutung, was da drauf ist. Genau, ne, das ist Manowar. Wir wären stark überrascht, wenn da jetzt die größten Weihnachtshits der 50er drauf wären. Oder hier, ne, 5 Jungs, keine Instrumente. Genau, das ist eine Boyband. Und der Witz ist, also ne, links, man hört die Musik ja fast schon, wenn man nur das Cover sieht. Und
Das liegt daran, dass wenn wir bestimmte Reize oder Reizkombinationen häufig zusammen wahrnehmen, dann bilden wir so Schemata aus. Das kann man sich wie so Schablonen vorstellen. Und wenn wir dann in Zukunft ähnliche Situationen wahrnehmen, dann gucken wir quasi in unsere Kiste mit den Schablonen, das Langzeitgedächtnis, und gucken halt, welche Schablone passt gerade auf die aktuelle Situation. Und wenn wir dann nur einen Teil der Informationen wahrnehmen, hier zum Beispiel das Cover, dann ergänzt unsere Schablone die Informationen, die wir nicht wahrnehmen können. Und das Praktische ist, wir haben eben nicht nur Schemata für Gegenstände, wie hier Schallplatten, sondern eben auch für Ereignisse. Da habe ich auch noch mal ein Beispiel mitgebracht. Also im Zweiten Weltkrieg waren zahlreiche amerikanische Soldaten in England stationiert. Wenn man sich jetzt englische Männer anguckt, ist man nicht so überrascht, dass die englischen Frauen sich auch gerne mit den amerikanischen Soldaten getroffen haben. Und die Engländerinnen fanden die Amerikaner sehr forsch. Das ist jetzt auch nicht so überraschend, ne? Rudel Männer fern der Heimat ohne Frauen in einem fremden Land. Die Amerikaner fanden die Engländerinnen aber auch sehr forsch. Wie kann das sein? Und das Interessante ist, beide Gruppen hatten aufgrund ihrer kulturellen Prägung Schemata gebildet, also Scripts, so eine Art Drehbücher, wie so ein typisches Date abläuft oder wie so eine typische Beziehung abläuft. Und ich wünschte, ich wüsste, wie dieses Schema für Dates genau aussieht. Aber ich habe in der Literatur nachgeguckt, es hat wohl so... Es hat wohl so etwa 30 Schritte und der Witz ist, wenn Sie sie wissen, kommen Sie nachher noch auf mich zu. Der Witz ist, bei den Amerikanern war Küssen so etwa an der 10. Schritt und bei den Engländerinnen aber erst so an 25. Stelle. Das heißt, wenn das Date zu Ende ist und er lehnt sich rüber, um sie zu küssen, denkt sie sich, wow, der geht aber ganz schön ran. Und wenn sie es aber geschehen lässt und in die ganze Sache einwilligt, dann sind es in ihrem Schema ja nur noch 5 Schritte bis zum Geschlechtsverkehr. Und er denkt sich, holala. Und das erklärt dann auch, warum es relativ viele Kinder zwischen amerikanischen GIs und Engländerinnen nach dem Krieg gab. Der Witz ist, solche Schemata haben wir eben für alles Mögliche und wir haben solche Schemata natürlich auch für Musik. Also zum Beispiel, wenn wir Jazz hören, dann erwarten wir schon irgendwie, dass da ein Kontrabass drin ist, dass das 36 Minuten dauert, das Stück. Und überwiegend aus Instrumentensoli besteht. Und der Witz beim Auflegen ist jetzt, also wenn ich einen bestimmten Titel spiele oder wenn ich mehrere Titel aus einem Genre spiele, dann aktiviere ich natürlich die entsprechenden Schemata bei den Leuten und dadurch bauen die dann auch Erwartungen darüber auf, was als nächstes kommt. Und das ist natürlich wichtig für die Reihenfolge, in der ich die Titel spiele. Also hier links zum Beispiel, da passt das. Da haben wir am Anfang alles Titel, die dem typischen Housebeat-Schema folgen, also du, du, du. Und dann erst wechselt das zu dem, was man Armenbeat-Schema nennt. Und hier rechts hingegen, da haben wir abwechselnd Titel aus dem Housebeat-Schema und dem Armenbeat-Schema. Und das heißt, man baut ständig Erwartungen auf, dass das ja jetzt vermutlich so weitergeht wie bisher und dass so, wie ich tanze, auch für den nächsten Titel passen wird. Und wenn man aber gerade dieses zentrale Rhythmusschema ständig enttäuscht, hat man ein sehr erfolgreiches Rezept, wie man den Abend schnell beenden kann. weil das mögen Leute wirklich nicht, ständig vor allem das Rhythmusschema zu wechseln. Genau. Dann die zweite Sache ist, als DJ teilt man den Abend typischerweise in diese Phasen ein. Also so am Anfang hat man so Chill-Out, das ist so entspanntes Rumstehen. Dann irgendwann kommt so Warm-Up, das heißt, da kommt so ein bisschen Zug in die Musik, aber es ist noch nicht vorgesehen, so richtig zu tanzen. Dann irgendwann muss man sich so zur Attacke auf das Publikum entscheiden. Da will man dann, dass die jetzt auf die Tanzfläche kommen. Schön auch immer, wenn das nicht klappt. Dann denkt man sich, was mache ich denn jetzt? Dann irgendwann hat man Primetime, das ist da, wo es eigentlich am meisten abgeht. Und irgendwann beruhigt sich das so ein bisschen und dann ist so After Hour. Da ist meistens dann auch eh egal.
Die Sache ist, jetzt ist für mich natürlich eine gute Frage und das war tatsächlich eine Frage, die ich auch hatte beim Auflegen. Wann spiele ich denn jetzt welchen Titel? Wann spiele ich die bekannten Sachen? Wann spiele ich die unbekannten Sachen? Weil ich will ja auch nicht den ganzen Abend nur Hits spielen. Und das beantwortet einem tatsächlich die Psychologie in Form der Arousal-Theorie. Arousal ist das englische Wort für Erregung. Und jeder von uns hat zu jedem Zeitpunkt ein bestimmtes Erregungsniveau, zumindest bis wir tot sind. Welches Erregungsniveau ich gerade habe, hängt vor allem von zwei Variablen ab. Wie viele Informationen strömen gerade auf mich ein? Je mehr das sind, desto erregter, aufgeregter werde ich. Und wie neuartig sind die Informationen, die auf mich einströmen? Je weniger bekannt die Informationen sind, desto aufgeregter werde ich. Das heißt, und gleichzeitig habe ich auch zu jeder Zeit ein bestimmtes Erregungsbedürfnis. Menschen streben typischerweise nach so einem mittleren Erregungsbedürfnis, da sind sie auch am leistungsfähigsten. Und wenn jetzt aber mein Erregungsbedürfnis größer ist als mein aktuelles Erregungsniveau, dann werde ich eher Situationen aufsuchen, wo viele Informationen auf mich einströmen oder viele neuartige Informationen. Wenn ich jetzt aber ein Erregungsbedürfnis habe, das geringer ist als mein aktuelles Erregungsniveau, dann werde ich Situationen aufsuchen, wo weniger Informationen auf mich einströmen oder bekanntere Informationen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum man meistens das Radio ausmacht, wenn man in einer fremden Stadt einen Parkplatz sucht. Und der Witz ist aber auch, das sagt mir auch als DJ, wann ich eigentlich welchen Titel spiele. Oh, sorry. Eine halbe Minute Karenzzeit. Ne? Cool. Also das erklärt mir auch, wann ich welchen Titel spielen soll. Ich spiele nämlich am Anfang nicht die bekannten Titel. Wenn der DJ um 10 Uhr Helene Fischer spielt, bin ich 10.15 Uhr wieder weg. Aber ich sollte es halt so machen, dass ich am Anfang Titel spiele, die entweder keiner kennt, wie hier Funk aus den 70ern, oder Titel wie Skrillex mit viel musikalischer Information. Und dann hat man irgendwann viel getanzt, man war schon ausgereichend erregt, man will es jetzt ein bisschen ruhiger haben und deshalb spielt man im Laufe des Abends Titel, die entweder monotoner sind oder die man gut kennt. Und in einer Welt, wo so viel Informationen auf uns einströmen und so viel neuartige Informationen, sehnt man sich natürlich nach Monotonie und Bekanntheit und das erklärt dann endlich auch den Erfolg von Helene Fischer. Vielen Dank. Das war's. Ja.